Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Einen schönen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 17. Oktober. Mein Name ist Juliane Schneider und ich freue mich, mit Ihnen in den Tag zu starten. Gemeinsam blicken wir nach Brüssel. Dort treffen sich aktuell die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU-Mitgliedstaaten zu Beratungen. Ein Schwerpunkt des Treffens, der liegt auf dem Reizthema Migration. Und wir schauen uns in dieser Folge an, worum sich die Beratungen konkret drehen und bei welchen Themen die größte Uneinigkeit herrscht. Und zwar gleich hier nach den aktuellen Nachrichten an diesem Morgen. Ich bin Johannes Schmidt. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. An der Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach gibt es nach wie vor starke Kritik. Heute soll der Bundestag darüber abstimmen. Geplant ist, dass sich große Kliniken stärker spezialisieren. So soll das System effektiver und besser werden. Kleine Kliniken sollen im Gegenzug Zuschläge bekommen, damit sie es sich leisten können, auf komplizierte Behandlungen zu verzichten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist unzufrieden mit den Plänen. Es gebe keine Stärkung und Existenzsicherung für ländliche Krankenhäuser, heißt es. In Berlin gelten ab heute Abend für knapp 24 Stunden maximale Sicherheitsvorkehrungen. US-Präsident Biden holt seinen ausgefallenen Deutschlandbesuch nach. Morgen trifft der Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier zu Gesprächen. Im Mittelpunkt steht dabei die Außenpolitik, insbesondere die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Ursprünglich wollte Biden schon vergangene Woche nach Deutschland kommen, der Besuch wurde aber verschoben, weil ein schwerer Hurrikan auf die USA zurollte. Nach der Landtagswahl in Sachsen ist die erste Phase der Gespräche zwischen CDU, SPD und BSW abgeschlossen. Die drei Parteien wollen den aktuellen Stand nun intern auswerten. Das teilte die sächsische SPD mit. Demnach habe man Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und weiteren Gesprächsbedarf festgestellt. Wann die neue Landesregierung in Dresden steht, ist damit weiter offen. Als nächstes müssen CDU, SPD und BSW entscheiden, ob sie offizielle Sondierungsgespräche aufnehmen. Und nun zurück zum EU-Gipfel. Im Mittelpunkt steht das Thema Migration. Aber auch die Ukraine-Hilfen, der Krieg im Nahen Osten und auch um die Wettbewerbsfähigkeit der EU soll es gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach gestern im Bundestag im Ausblick auf die Beratungen. Es gibt ein paar Konstanten unserer Politik. Und zu diesen Konstanten gehört die Einbindung in die Europäische Union. Neben der Relevanz der Einbindung Deutschlands in die EU betonte Scholz unter anderem die Bedeutung eines gerechten Friedens in der Ukraine und die Solidarität gegenüber Israel. Gleichzeitig appellierte er an alle Seiten, die Regeln des Völkerrechts in Nahost einzuhalten. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte im Anschluss an die Regierungserklärung, dass sich Scholz kaum zum Migrationsthema geäußert hatte. Und das ist eben ein Schwerpunkt beim anstehenden EU-Gipfel. Ich spreche darüber jetzt mit unserem EU-Korrespondenten Christoph Schilz. Er sitzt in Brüssel und hat sich mir von dort aus zugeschaltet. Hallo Christoph. Ein Schwerpunkt der Beratungen, die jetzt anstehen, ist die Migrationspolitik. Was sind da denn die größten Streitpunkte? Bei den Beratungen heute beim EU-Gipfel dürfte vor allem darüber gestritten werden, inwieweit man die sogenannte EU-Asylreform, die ja erst im Mai verabschiedet worden ist, inwieweit man da schon bestimmte Maßnahmen vorzieht. Geplant war ja, dass diese Maßnahmen erst in 2 Jahren vollständig umgesetzt sein sollen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Vorstellungen. Zum Beispiel Frau Faeser, die Bundesinnenministerin, möchte, dass die schnellen Grenzverfahren für Asylantragsteller mit geringen Erfolgsaussichten, dass diese schnellen Verfahren an den Außengrenzen schon jetzt beginnen sollen. Da gibt es aber durchaus, sagen wir mal, Widerstand aus Italien, Griechenland und auch aus Ungarn. Auf der anderen Seite möchte die EU-Kommission, dass der sogenannte Solidaritätsmechanismus bei der Verteilung von Flüchtlingen, wonach jedes Land ein bestimmtes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen muss, sobald es eine Überlastung des Systems gibt, da möchte Frau von der Leyen, dass das auch möglichst bald schon durchgeführt wird.
Auch da dürfte es viele Gegner geben. Und wenn man einmal die Büchse der Pandora aufmacht, dann scheint alles herauszukommen. Und die Gefahr besteht darin, dass der gesamte Asylkompromiss, der immerhin 8 Jahre gedauert hat, um ihn zustande zu bringen, auseinanderfliegt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, da scheint sehr viel auf dem Spiel zu stehen. Gerade kommen wir mal kurz nochmal auf Deutschland zurück. Deutschland hat ja Asylverschärfungen geplant im Rahmen des sogenannten Sicherheitspakets. Und wie sieht es denn mit sowas allgemein aus? In welchem Rahmen können denn EU-Mitgliedsländer alleine solche Entscheidungen, die eben das Asylrecht betreffen, überhaupt fällen? Und wann brauchen sie dafür die Zustimmung der EU? Eigentlich ist es so, dass durch den Lissabon-Vertrag immer mehr Kompetenzen in der Innenpolitik an Brüssel gefallen sind. Insofern ist der Spielraum für Einzelstaatsentscheidungen sehr begrenzt. Und wenn er da ist, muss er gut begründet sein. Und das ist zum Beispiel bei den Grenzkontrollen in Deutschland so. Die gibt es ja auch in anderen Ländern, in Österreich, in Frankreich, Italien. Und die müssen immer von dem jeweiligen Land dann vor der EU-Kommission begründet werden. Mittlerweile ist es aber so, dass die Grenzen schon so lange wieder hochgezogen sind, wenn ich das so sagen darf, dass sich die Kommission eigentlich schwer tut, da Genehmigungen zu geben. Aber sie können nichts dagegen tun, wenn Länder, die so groß und so wichtig sind wie Italien, Frankreich und Deutschland, sagen, wir müssen Grenzkontrollen machen, dann werden sie die machen können und Brüssel wird auch nicht dagegen sein. Da gibt es einen gewissen Spielraum, aber nach dem neuen Gesetz gibt es immer weniger Spielräume für die Nationalstaaten. Also man versucht dann da auf einen gemeinsamen Nenner auch zu kommen, vielleicht jetzt auch in den nächsten Tagen. Noch eine weitere Regelung, die jetzt ein Land vorgeschlagen hat, nämlich Polen. Die wollen vorübergehende und teilweise Aussetzung des Asylrechts an der Grenze zu Belarus durchführen. Das Asylrecht wird ja aber vom EU-Recht und auch vom Völkerrecht geschützt. Wie soll das denn dann gehen? Ja, damit stellt Polen die EU vor eine schwere Herausforderung. Die stille Hoffnung ist hier, dass die Polen von dieser Maßnahme wieder Abstand nehmen, sobald die Präsidentschaftswahlen geschlagen sind, sozusagen im kommenden Frühjahr. Da kann man aber nicht sicher sein. Und die EU tut sich schwer mit einer klaren Verurteilung, weil sie genau wissen, dass Belarus Flüchtlinge instrumentalisiert, um der EU und Polen insbesondere zu schaden. Das ist also eine spezielle Situation, die nicht vergleichbar ist mit der normalen Flüchtlingssituation. Und deswegen überlegt man auch hier, ob es hier nicht so eine Lösung sui generis geben soll, also eine Einzelfalllösung, weil man eben sagt, das Flüchtlingsproblem für Polen ist eines im Rahmen einer sogenannten hybriden Kriegsstrategie Russlands. Und deswegen denke ich, dass man dieses Problem erstmal in die Zeit schieben wird, in der Hoffnung, dass sich das Problem lösen wird, sobald die Präsidentschaftswahlen gewesen sind. Aber man kann auf der anderen Seite, und das ist auch in Brüssel so, das Gefühl, man kann Polen natürlich verstehen. Aber EU-rechtskonform wäre es ja trotzdem nicht, oder? Im strengen Sinne nicht. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die schlägt aktuell Auffanglager für MigrantInnen in Drittländern vor, wie es ja Italien seit kurzem in Albanien tut. Wird das auch Thema auf dem Gipfel sein? Und wie stehen denn die anderen Mitgliedstaaten, beziehungsweise wie stehen die Mitgliedstaaten der EU generell dazu? Ja, die Kommissionspräsidentin von der Leyen wird das nicht vorschlagen und hat das auch in dieser Form nicht vorgeschlagen. Sie hat lediglich in einem Brief vom Montag an die Mitgliedstaaten Sympathien für das italienisch-albanische Modell gezeigt. Und in diesem Modell bearbeitet sozusagen Albanien ja unter der Regie Italiens Asylanträge, die eigentlich in Italien gestellt werden müssten. Und sogenannte Auffanglager, wie du sie genannt hast, in einem Drittstaat. Sie hat gesagt, wir müssen gucken, was daraus wird. Möglicherweise können wir daraus lernen. Das wird auch ein Thema sein, weil das gerade, also ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Staaten will das. Aber es ist noch zu früh. Das wird frühestens im nächsten Jahr, einen Beschluss erwarte ich da nicht. Und was sie noch möchte, um das abzuschließen, neben diesen sogenannten Auffanglagern in Drittstaaten, möchte sie die Abschiebungen verstärken und möchte sogenannte Rückkehrzentren in Drittstaaten errichten. Da war sie schon etwas konkreter. Das sind sogenannte Return Hubs. Und im Zusammenhang mit diesen Return Hubs möchte sie auch die Regeln für Abschiebungen erleichtern.
Ja, man muss sehen, wie weit das führt, weil du musst immerhin auch Länder finden, in die du abschieben kannst. Und da gibt es im Moment nicht so viele, die dazu in großer Zahl bereit sind. Alles klar, danke dann nochmal für die Klarstellung zu den Auffanglagern. Jetzt noch meine Abschlussfrage, um jetzt von dem Thema Migration wegzukommen. Herrscht denn in den anderen Punkten, die beim Gipfel besprochen werden sollen, wie Ukraine-Hilfen, Krieg im Nahost oder auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU, vielleicht mehr Einigkeit? Bei 27 Ländern ist das immer schwer. Bei der Wettbewerbsfähigkeit geht es im Wesentlichen als Streitpunkt um die Frage, ob man gemeinschaftliche Schulden aufnehmen soll, um die Wettbewerbs- und Verteidigungsfähigkeit der EU zu stärken. Das ist da der große Streitpunkt. Deutschland ist dagegen, andere Staaten auch. Die Frage ist, inwieweit man da noch dem Strom der Zeit sich entgegenstellen kann. Im Nahen Osten wird natürlich auch ein Thema sein. Da sind sich alle einig, das steht auch im Schlussdokument drin, dass die Angriffe im Libanon auf Zivilisten verurteilt werden. Aber wie man nun zu Israel steht und dem Gazakrieg, da unterscheiden sich die Seiten doch sehr stark. Was aber nicht viel bedeutet, weil die EU spielt im Nahen Osten keine große Rolle. Und zum letzten Punkt Ukraine. Auch da gibt es natürlich den Vorgang, dass Ungarn gewisse Gelder für die Ukraine blockiert, weil da eine einstimmige Entscheidung notwendig ist. Einig ist man sich aber in der Verurteilung dieses Krieges immerhin. Aber auch da spielt die EU nur eine untergeordnete Rolle, muss man leider sagen. Da wird man vor allem in Richtung USA, Russland und China gucken müssen bei der Lösung dieses Konflikts. Lieber Christoph, vielen Dank für deine Einordnung zu diesen ganzen Themen. Gern geschehen. Oh nee, mein Datenvolumen ist schon wieder aufgebraucht. Du, das kenne ich gar nicht, denn mit meinem Vodafone Gigadepot passiert mir das nicht. Denn ich kann einfach übrig gebliebenes Datenvolumen aus dem Vormonat nutzen. Okay, das heißt, wenn du 50 Gigabyte Datenvolumen hast und in einem Monat nur 47 verbrauchst, dann hast du im nächsten Monat drei mehr, also 53 Gigabyte? Genau. Sobald mein reguläres Datenvolumen verbraucht ist, nutze ich automatisch mein Gigadepot. Und das darf ich dann innerhalb desselben Rechnungsmonats verwenden und surfe weiter wie gewohnt. Das ist ja super. Dann wechsle ich jetzt auch zu Vodafone. Und das war es dann auch heute schon von uns. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen uns dort eine Bewertung da. Mein Name ist Juliane Schneider und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war um 4:30 Uhr und sie wurden wie immer produziert von Regiocast.